Bei komplexeren Themen kommst du mit PowerPoint manchmal an Grenzen. Du hast vielleicht Dutzende von Folien, die du gar nicht alle von Anfang bis Ende unbedingt in dieser Reihenfolge durchspielen willst. Vielleicht bist du in einer Schulung und du möchtest auf die Wünsche des Publikums eingehen und von Thema zu Thema springen. Das kann natürlich auch während der Präsentation zu einem gewissen Grad. Ich möchte dir jetzt aber Tricks zeigen, wie du eben dieses Springen von Thema zu Thema viel besser in deine Präsentation einbauen kannst, nämlich mit sogenannten Links. Du hast, wenn du die Materialien entpackst, zwei Dateien. Du öffnest mal die erste Fototheorie vier Augen. Es geht hier um die Idee eines Fotografen, der auch ein Buch darüber geschrieben hat, wie man eben Fotos beurteilen und besprechen kann, das sogenannte Vier-Augen-Modell. Er unterscheidet zwischen Formauge, Erzählauge, Ich-Auge, Gefühlsauge. Ich möchte hier gar nicht groß auf die Details eingehen, aber du siehst, ich habe zu jedem dieser vier Augen eben verschiedene Beispiele gemacht. Also zum Formauge gibt es zwei, zum Gefühlsauge gibt es zwei, dann zwei zum Erzählauge und so weiter. Und wenn du jetzt im Vortrag nicht in dieser Reihenfolge durchgehen willst, sondern nur vielleicht mal das Formauge zeigen möchtest oder direkt zum Ich-Auge springen möchtest, so ist das ein bisschen mühsam. Und deshalb löst man das normalerweise mit sogenannten Links. Du siehst, ich habe diese Dateien alles einzeln als Bilder eingesetzt, beziehungsweise in diesem Fall als Rechteck, die ich aber durchsichtig gemacht habe, die also nicht sichtbar sind, aber trotzdem ausgewählt werden können. Ich wähle nun dieses Objekt aus. Ein Link kann ein Bild sein und genauso aber auch ein Text und sage, von hier aus möchte ich zu einer anderen Folie springen. Das mache ich über Einfügen, Link. Hier wählst du Dokument und bei Anker klickst du auf Suchen und jetzt werden mir alle diese Folien aufgelistet. Ich möchte zu Folie 3 springen. Und sage okay. Beim Erzählauge, da möchte ich zu Folie 7 springen. Also nochmals, und das können wir auch mit einem Rechtsklick machen, Link, Dokument, beim Anker suchen und Folie 7. Okay. Und so weiter und so fort. Das kannst du jetzt für die weiteren beiden ebenfalls noch machen. Schauen wir kurz, ob das funktioniert. Ja, tipptopp. Und jetzt ist natürlich das Problem, dass ich hier weiterfahren kann, aber ich möchte ja vielleicht nicht direkt zum Gefühlsauge, sondern wieder zurück zur Übersichtsfolie und zuerst das Prinzip von diesem Auge erklären. Also, ich muss von hier überall wieder einen Link haben, der mich zurückführt. Deshalb wähle ich jetzt dieses Symbol, das ich schon eingefügt habe, aus und erstelle wieder einen Link. Erste Folie geht in diesem Fall leider nicht, weil das ist ja die Titelfolie. Vorherige Folie wäre möglich, aber ich weiß ja nicht, was ich vorher alles schon für Folien angeschaut habe. Deshalb wähle ich halt trotzdem Folie 2. Und das muss ich jetzt für alle weiteren Folien machen. Auch hier nochmals mit der anderen Methode Link und Folie 2. Ja, und so weiter und so fort, das kannst du jetzt für alle weiteren Folien machen.
So, das sollte nun klappen. Testen wir es mal. Ich klicke also beispielsweise auf Gefühlsauge und wenn ich hier erneut auf das Auge klicke, komme ich wieder zur Übersicht. Das Ich-Auge und ich komme wieder zurück. Es klappt also einwandfrei. Nehmen wir an, zu diesem Künstler hier, zu diesem Blossfeld, hast du vielleicht noch viele weitere Informationen in einer eigenen PowerPoint-Präsentation, so kannst du auch eine weitere PowerPoint-Präsentation öffnen. Ich mache das beispielsweise über dieses Bild. Wenn man also auf dieses Bild klickt, so soll eine weitere PowerPoint-Präsentation geöffnet werden. Link, Dokument auswählen und das ist jetzt eben die zweite Datei in den Materialien Plusfeld. Öffnen, testen wir das gleich. Wenn ich hier drauf klicke, so startet automatisch diese PowerPoint-Präsentation, die auf dem Desktop liegt. Und als letztes, ein Link kann natürlich auch auf eine Webseite führen oder auf eine beliebige andere Datei. Es könnte selbstverständlich auch ein PDF oder so sein. Aber hier haben wir eine Webadresse. Ich markiere sie, wähle nun wieder Link und in diesem Fall Webseite und gebe diese Adresse ein. Klicke auf OK, testen wir auch. Wenn ich hier drauf klicke, so werde ich automatisch mit der entsprechenden Webseite verbunden. Ja, du siehst, diese Links sind eine sehr gute Möglichkeit, bei sehr komplexen Dateien eben die Übersicht zu bewahren. Und so kannst du mit einer solchen Übersichtsfolie eben wie sternförmig in verschiedene Themenbereiche ausschwärmen. Vielleicht noch ein letzter Tipp. In diesem Fall lohnt es sich zwar nicht, aber bei Präsentationen mit extrem vielen Folien lohnt es sich vielleicht, Abschnitte zu erstellen. Ich klicke auf Abschnitt, das wäre jetzt hier die Übersicht. Dann gehe ich zur nächsten Folie, mache nochmals einen Abschnitt. Hier wäre also vorm Auge. Dann bei dieser wäre das Gefühlsauge. Und du siehst den Vorteil dieser ganzen Geschichte, du kannst hier nun also diese Abschnitte ein- oder ausblenden und hast hier nicht Dutzende von Folien untereinander. Du kannst dann ganz gezielt zu einem Thema gehen und dieses Thema eben bearbeiten und hast so eher die Übersicht. Aber wie gesagt, das lohnt sich erst ab mehreren Dutzend Folien, denke ich.